Ein Hallo von mir und ein herzlich Willkommen von euren Charles. Ich begrüße euch zum weiteren Fischergard Level 66-67. Hier, wir bekommen in unserem Timer was dazu. Und zwar, Rowena saß da unter diesen Samurai-Fisch. Und hier, das ist sehr, sehr interessant. Diesen Samurai-Fisch zu fischen an einer Stelle, nämlich in Burg Doma. Das heißt, ich stehe jetzt genau in Yangtze und zwar genau da hinten auf dieser Brücke. Man sieht es auch an dieser Position. Und der Fisch, ich habe den vorab schon gefangen. Deswegen habe ich mir jetzt auch in mein Video hineingeklinkt, denn der ist wirklich gut zu fangen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Vor allem auch die Beifänge, die man hat. Die einzige Voraussetzung, wir müssen, und zwar fischen mit Mückenlarve. Und ganz wichtig, ihr müsst Reißen aktiviert haben. Das heißt, ihr müsst Reißen aktiviert haben und wir fischen mit Geduld und präziser Anschlag. Es ist natürlich jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass der immer beißt, aber Wetter am besten heiter. Also das, die Voraussetzung soll sein. Das heißt, wir probieren Geduld und werden damit fischen. Ich werde euch, sollte nichts beißen, ich spiele euch dann auch einen Ausschnitt ein, denn ich habe vorher schon vorab aufgezeichnet gehabt. Und da hat er eigentlich gleich mal gebissen. Also bin da sehr erstaunt drüber. Ihr müsst nur gucken auf den Sammlerwert natürlich. Denn der würde, so wie bei mir heute mit Stern, 300.000 bringen. Also 300.000 XP für einen Fisch ist natürlich gewaltig. Und wenn wir sonst gucken, die ganzen Fischer hier haben so immer so um die 30.000 auch. Also es zahlt sich wirklich aus dieser Sammelstelle so ab 66, 67, wie das Gear eben zulässt. Und ja, innerhalb kürzester Zeit hier die XP zusammen. Also echt auch eine gute Sammelstelle hier. Wie gesagt, ich suche euch so diese Top-Sammelstellen raus, wo man Gear entsprechend oder auch Level entsprechend am besten sammeln kann. Und der Fisch in dem Fall, einen habe ich schon mit 300.000 XP, also das ist wirklich der Hammer. Wie gesagt, Reißen müsst ihr anmachen, Geduld und eben dann diesen präzisen Anschlag verwenden. Oder das hier guckt man 101.000, also auch für Beifänge, die man hat, geht wirklich gut. Und wie gesagt, der eine, den ich hatte, der bringt mir 231.000. Ja, also nicht 300.000, 231.000. Und das ist schon der Hammer. Also guckt, dass ihr natürlich über so Sammlerstücke, wenn geht, levelt. Denn natürlich diese Beifänge, die man jetzt auch so mitfängt, so wie der jetzt gerade mit 101.000, das macht natürlich schon viel aus. Und das ist auch am besten so zu leveln. Das heißt, sucht euch immer so Sammelstückstellen raus, guckt, wie ihr sie fangt, so wie ich es auch mache. Ich gucke dann, okay, ich brauche eben zum Beispiel in dem Fall eben Reißen. Ich brauche Geduld mit einem präzisen Anschlag. Es ist natürlich, man sieht, es ist natürlich sehr RNG-abhängig natürlich. Es ist natürlich nicht hundertprozentig sicher. Die Chance, dass er beißt, liegt hier bei, ich gucke gerade nochmal nach in der Liste, bei ja, knapp 30%, wenn er auf einen präzisen Anschlag reagiert natürlich nur. Aber ich habe schon einen gefangen, das heißt, es geht wirklich, ja, es funktioniert. Also auch mit dem Gear, guckt, dass ihr das macht. Und diese Sammelstelle, denk mal, auch vom Köder her, wir haben genug von diesen Mückenlarven, die bekommt ihr auch von den Quests und so weiter. Ihr seht, ich habe da echt viel Zeug einfach von den Quests bekommen. Und ich hoffe, dass ihr das genauso schön fischen könnt wie ich. So, Sammelglück ist jetzt eh weg. Jo, somit, das war jetzt so ein kurzer Einstieg. Ich drehe nur den Charles. Und somit, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wie gesagt, guckt, wenn ihr das habt. Ich habe es in meinem letzten Video auch gemacht. Dieser Killifisch, der war nicht so der Bringer. Falterfisch geht sehr gut. Also das ist ein super Fisch, dieser Falterfisch. Ebenso wie dieser Velodyner Graskarpfen. Und wir sehen auch bei diesem Falterfisch, also so mit 145.000, da kann man echt nicht meckern. Also ich empfehle euch jetzt, so bei Level 66, 67, wenn ihr den ganzen Köder habt, so wie ich hier, zum Beispiel diese Lachsrocken und eben diese lebenden Garnelen und ihr wollt es eh nicht verkaufen, dann fischt euch einfach die Fische raus, so wie dieser Falterfisch zum Beispiel, der Graskarpfen, der Killifisch, der ist eher mühsam, da habe ich erst einen gefangen und da habe ich auch längere Zeit probiert und sonst, ja, guckt euch einfach an, aber wie gesagt, dieser oder Taubitterling, da müsst ihr in der Liste einfach gucken, bei Katze wurde hungrig, wie ihr den am besten rausbekommt. Aber ich treibe mich im Moment wirklich hier in diesem Gebiet rum, um Doma. Also hier oben Burg Doma, dann natürlich der einzige Ost. Hier bin ich auch unterwegs. Das ist diese zwei Stellen im Moment.
die sind relativ sehr gut zu fischen und es gibt auch gute XP. Somit, ich würde mich um Kommentare freuen, schreibt es mir an, was ihr so denkt und natürlich einen Daumen nach oben. Somit, ein Tschüss von mir, ein Tschüss von eurem Charles, der kann nicht winken, Moment. Oh, ein Tschüss von eurem Charles, jetzt, bis zum nächsten Mal.